Okay, weiter geht's. Wir müssen jetzt erstmal zu Frau Anmut und vor allem Südosten irgendwas. Ich hab's übersprungen. Warte, wir können auch einmal nochmal anquatschen. Frage nach dem Brief. Kannst du mir nochmal sagen, was ich mit diesem Brief tun soll? Bring ihn einfach zu unserem Schmied Kretzvoll im Südosten des Dorfes. Ach, guck mal, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay. Oh, es ist dunkel. Also es gibt hier tatsächlich auch einen Tag-Nacht-Zyklus. Und guck mal, hier oben haben wir... Jetzt macht es auch alles Sinn. Hier oben haben wir diesen Kreis, sag ich mal, weißt du? Und da sehen wir das ganz gut. Südosten des Dorfes. Haben wir auch eine Karte? Tatsache. Oh, hier ist die Weizenfarm. Hier ist das Dorf. Ach, wie geil ist das denn bitte? Das sieht natürlich richtig fett aus, wie ich finde. Alter, Friedhof. Weizenfarm. Wir sollen nachher eine Kirche irgendwie wieder aufmachen, ne? Also das klingt zumindest, als würden wir hier gebraucht werden. Wo sind wir denn hier? Wer bist du? Adam. Was hat er? Okay, bei ihm können wir Holzstöckchen kaufen, Holzreparaturwerkzeug, also verschiedene handwerkliche Utensilien. Was ist das hier? Kommen wir da rein? Nein, okay. Hier geht's nicht weiter. So, einmal hier lang. So. Südosten, Südosten ist... Ja, also ich war im Südwesten. Das sieht noch sehr nach einem Schmied hier aus. Hier ist Kretzvoll, guck. Hey, was starrst du so? Ach nichts, ich habe mich nur umgeschaut. Ich glaube, ich bin der Friedhofswärter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Na, da bin ich der Schmied. Mein Name ist Kretzvoll. Gib mir den Brief. Guck mal, mag uns ein bisschen mehr. Ich habe einen Brief von Horadrik für dich. Ein Brief? Na klar. Da wohne ich eine Minute weit weg und er schafft es nicht mal, seinen fetten Arsch hier persönlich vorbei, mit seinem fetten Arsch hier persönlich vorbeizukommen. Ja. Alte Angewohnheiten sind schwer loszuwerden. Danke. Tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Ist wohl eine neue Angewohnheit. Schon wieder Schleime. Horadrik bittet mich, sie loszuwerden. Ich habe keine Zeit dafür, um mich um diese nervigen kleinen Mistviecher zu kümmern. Aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Nimm dieses rostige Schwert und einen Energietrank. Das Schwert ist zerbrochen, aber du kannst es mit einem Schleifstein an der Schleifmaschine hinter mir reparieren. Halt den Schleifstein, vielleicht kannst du den später noch gebrauchen, um deine Schaufeln zu reparieren. Wenn du es schaffst, sie zu töten, dann bring mir bitte die Überreste. Da sind dann auch ein paar Materialien für dich dabei. Sie sollten an der anderen Seite meines Hauses sein, bei den Pfützen. Okay, verschiedene Handlungen im Spiel verbrauchen Energie, das haben wir schon rausgefunden. Fertigen, ernten und kämpfen verbrauchen Energie. Beim Kämpfen geht auch Gesundheit verloren. Drücke Space, um anzugreifen, okay? Du kannst deine Gesundheit und Energie, mal ohne Witz, ich glaube, es ist sinniger, das Spiel mit Controller zu spielen, oder? Du kannst deine Gesundheit und Energie mit Essen und Trinken wiederherstellen. Drücke Tab, um das Inventar zu öffnen. Schlafen stellt Gesundheit und Energie auch wieder her. Okay, super. Frage ihn nach dem Metallerz, ist noch... Ach doch, können wir schon. Weißt du, ich arbeite selbst auch gerne mit Metall. Wo kann ich etwas Erz finden? Du findest Erz im Sumpfboden. Im Westen gibt es einen riesigen Sumpf, nachdem du den Fluss überquert hast. Ich habe da immer Erz gesammelt, bevor die Brücke eingestürzt ist. Ich sehe schon. Brücke reparieren. Nächster Auftrag hier. Was eine neue Technologie freigeschaltet. Ein Ofen. Alles klar. Herstellt Eisenbahnen und sammeln Sumpfeisen. Okay. Schleim haben wir noch nicht. Wir könnten aber auch handeln. Aber ganz ehrlich, bräuchten wir jetzt noch nicht weiter, oder? Schleifstein, Schleifstein, wie viel haben wir denn? Wir haben gar nichts, wir sind arm wie eine Kirchenmaus. Okay, anfertigen. Wähle eine Ressource, Schwert. So, dann werden wir das einmal durchschleifen, das Ding. So. Okay. Müssen wir das irgendwie gezielt ausrüsten? Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, okay, sehr gut. Die Tür ist verschlossen, bis ich 80 Ruhm Karma, ich habe keine Ahnung, bei Crossfold habe. Okay, einmal fett auf dem Loculus gehen. Nein, geht nicht. Okay, können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Die klauen einfach hier sein Erz oder seine Kohle oder was auch immer hier rumliegt. Fertig. So, hinterm Haus. Okay, mit Space. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen kämpfen. Nein! Ah! Oh mein Gott. Okay, grüner Schleim ist tot. Ich glaube, wir mussten nur die zwei killen, ne? Mehr haben wir gar nicht. Ey, was geht ab? Ich habe zwei Schleime für dich. Aufgabe beendet. Gut gemacht. Nimm diesen Schleifstein. Damit kannst du deine kaputten Werkzeuge schleifen und sie sind bald schon so gut wie neu.
Und herstellen grüner Wackelpudding und wir können roten Wackelpudding herstellen. Nice. Haben wir auch, nee, wir haben kein Geld dafür bekommen. Sehr schade, mein Freund. Dir gebe ich nochmal was. Okay, dann gehen wir nochmal zurück zum toten Pferd. Können wir vielleicht hier auch ernten? Warte mal. Das wäre natürlich cool. Nee, können wir nicht. Schade. Ja, ich hätte es nur geliehen, Mann. Was ist mit dir? Kapuzenmann? Okay, unsere Energie ist fast leer. Haben wir denn was zum Snacken hier? Arbeitszimmer, Arbeitszimmer. Was soll das heißen? Energietrank. Benutzen. So. Gab ein bisschen Energie dazu, aber nicht viel. Also sollten auf jeden Fall gleich nochmal eine Runde schlafen gehen. Oh. Was? Badum, 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 dudum. You wanna be loved by me? Boop, boop, die boop. Was? Okay, alles klar. Das. Oh, ein Schwert. Ich will das Schwert haben. Redest du jetzt mit mir? Okay, du redest schon mal nicht, aber du. Hey. Redest lieber mit meinem Ehemann. Er hat hier. Ach so, du bist das. Okay. Ich dachte, die da oben wäre das. Okay, warte mal, wir gehen erst zum Horadrik. Gut, dass du mit einem Schwert umgehen kannst. Kretzvold hat mir erzählt, wie du ihm geholfen hast. Hier, ein Bier für dich. Geht aufs Haus. Nice. Frage, wie du nach Hause kommst. Kannst du mir sagen, wo ich genau bin? Ich muss wirklich nach Hause. Meine Frau macht sich bestimmt schon große Sorgen. Du bist im toten Pferd? Okay, es sieht mittelalterlich aus. Vielleicht bin ich ja auch durch die Zeit gereist. Und welches Jahr haben wir jetzt? Ja, wie meinst du das? Ein Jahr ist der Zeitraum, in dem sich die Erde einmal um die Sonne bewegt. Oh, du hast also bei den Astronomen bei seinem Unsinn zugehört. Was? Alter, wo sind wir? Alle wissen doch, dass die Erde flach ist. Okay, alles klar. Aber ich verstehe, es ist 204 nach der uralten Abmachung. Und wie ist der Name dieses wunderbaren Königreichs? Das Königreich? Das Königreich! Und hier in diesem Dorf ist es überhaupt nicht wunderbar. Hast du noch andere Fragen? Nein, absolut nicht. Ich bin fragenlos. Ey, hast du jetzt Bock zu reden? Ah, so ein Pech, nicht heute. Okay. Hi! Was willst du? Ich bin Friedhofswärter und wollte dich etwas fragen. Ich verstehe. Weißt du eigentlich, wie oft ich mir so ein Gemurmel anhören muss? Ich habe keine Zeit für dich, Kleider. Komm zurück, wenn du etwas Selbstvertrauen gewonnen hast. Okay. Das ist Frau Anmut! Das ist Frau Anmut! Okay. Alles klar. Sei gegrüßt, mein Freund. Darf ich dich für einen kurzen Moment belästigen? Okay, das ist Meister Zipfelmütze oder sowas. Was hat Frau Anmut dir erzählt? Dass ich verschwinden soll. Ah, immer diese Unnahbare. Sie redet nicht mit jedem. Ja, ich bin ja auch nicht jeder. Ich bin der Friedhofswärter. Und bald Prior der Kirche. Wie primitiv. Ich bin ein bekannter Poet. In bestimmten kleinen Kreisen. Mein Name ist Wagner. Eines Tages trage ich ihr eines meiner Werke vor. Und dann wären wir... Ja. Aber zunächst muss ich das schreiben. Und wir sind katastrophöserweise Papier und Tinte ausgegangen. Kannst du mir wohl welche besorgen? Okay. Ich wollte eigentlich nur Leichen vergraben. What the fuck? Okay, du hast eine neue Technik freigeschaltet. Perk Journalist. Du bemerkst viele kleine Dinge bei anderen Leuten. Kombiniere diese und du hast eine Geschichte. Manchmal bekommst du Geschichten von Dialogen. Gib ihnen die Tinte und gib ihnen das Papier. Frage, woher du Papier und Tinte bekommst. Vielleicht hast du sowas in deiner Kirche. Und du fertigst sie einfach an. Körperliche Arbeit liegt mir nicht. Aber ein geschickter Bursche wie du kann das bestimmt problemlos machen. Du könntest auch den alten Astrologen fragen. Er ist damals jeden Mond zum Leuchtturm gekommen. Er hat mich versorgt, bevor wir diesen lächerlichen Streit hatten. Okay. Frage nach dem alten Astrologen. Er ist alt und verrückt. Ich dagegen habe fast drei Jahre an der Universität studiert. Und dann stellte sich heraus, dass er ein verdammter Idiot ist. Kannst du das glauben? Er hat mir erzählt, die Erde sei rund. Ja, sie ist flach, wie ein Pfannkuchen. Warte. Ja, komm. Dieser Astrologe scheint hier die klügste Person zu sein. Vielleicht kann er mir helfen, wieder nach Hause zu kommen. Okay. Frage nach dem Leuchtturm. Er steht auf einer Klippe östlich des Dorfes. Er ist schon seit einiger Zeit nicht mehr in Betrieb. Gepriesen sei das tote Pferd. Dann ist es noch immer geöffnet. Eines Tages werde ich ein Gedicht darüber verfassen. Vielleicht kommt sie auch darin vor. Okay, alles klar. Ja, what the fuck? Ja, so viel... Okay. Gut, wir haben wieder viele Missionen. Warte mal, wir haben noch Technologien.
Wir könnten hier sägen. Sägen ist super. Sollten wir auf jeden Fall machen. So, das haben wir. Nice. Im Osten hat er gesagt, ne? Also hier irgendwo. Warte mal, hier sind Klippen. Das könnte hier durchaus sein. Was haben wir denn noch für Missionen? Du musst zurück nach... Ja, weiß ich. Hol dir ein Bier aus der Taverne. Haben wir das denn dabei? Da ist es. Okay. Wir gehen erstmal zurück, würde ich sagen. Schlafen dann, dass wir einmal wieder hellwach sind. Ich würde sagen, unterwegs machen wir einfach mal komplett unsere Energie auch leer. Dass sich das lohnt. Nehmen die ganzen Materialien noch mit. So, guck mal, es gibt nämlich auch Punkte dafür. Das ist halt schon ganz nice. So, da. Wir gehen durch ein Weizenkornfeld, weil mir das gefällt. Ich bin Tora. Ich brauche einen Held. Ich bin schon ein Held im Weizenkornfeld. Okay, da geht's nicht lang. Da müssen wir ihn dafür umbringen. Das machen wir nicht mit unserer kleinen, unserem kleinen Messerchen hier. Das lassen wir ganz gepflegt sein. Steinchen, guck mal hier, Stein haben wir noch nicht, ne? Genau, hack mal ordentlich rein da. So, das haben wir. Sehr nice. Ah, pss, komm mal her! Wo warst du? Ich war im Dorf. Dieser Ort ist sonderbar, aber er fühlt sich so echt an. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich hier einfach so aufgetaucht bin. Es wäre, als wäre ich schon immer hier gewesen. Ah, du liest meine Gedanken. Gedanken lesen. Ich erinnere mich daran, dass in deiner Hütte ein Keller ist. Da sind bestimmt ein paar Vorräte. Okay, neue Technologie. Weiß genau. Ich kann mich erinnern, wie ich Brot daraus gebacken habe. Und Kuchen. Leckere Beerentörtchen. Okay. Toast, Zwiebeltoast. Das passt richtig gut zu Bier. Ah, weißt du das? Ich brauche jetzt ein Bier. Das fühlt sich langsam an wie eine einseitige Beziehung. Bring mir Bier und ich verrate dir eine Menge wichtiges Zeug. Und wie du nach Hause kommen kannst. Fragen? Nö. Ja, kannst du mir sagen. Ja, das war eine rhetorische Frage. Sieht etwa aus wie ein magischer fliegender Schädel, der Antworten hat? Genau genommen. Ach, Scheiße. Ich warte bei mir zu Hause auf das Bier. Kein Bier, keine Antworten. Okay, tschüss. Du alter, garstiger Schädel. Okay, ich brauche mehr Steine. Steine sind elementar wichtig. Wir sollten immer Steine dabei haben. So. Okay. Hier sind auch noch Steine. Zack, zack. Zack, zack. Haben wir das auch? Punkte mitnehmen. So, was haben wir denn hier? Ach, hier können wir bestimmt später Ackerbau betreiben. Oder noch mehr Leichen vergraben. Man weiß es nicht. Heißt Garten, also wird das tatsächlich jetzt im Anbau später sein. Gut. Lass mal die Bäume hier noch wegmachen, dass wir unseren Ruf hier ein bisschen reinwaschen. Von diesem dreckigen alten Friedhof. So. Gibt nebenbei auch gut Punkte. So. Das doch mit weg. Und schon steigt auch die Qualität hier. Was müssen wir hier machen? Okay, können wir nicht. Noch irgendwo was? Da oben, warte mal hier. Was will er hier? Exhumieren. Okay, nein, das müssen wir jetzt nicht. Was brauchen wir jetzt nicht? Das ist bestimmt die Kirche hier, oder? Die königlichen Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche wieder geöffnet hat. Okay. Was ist hier? Lesen. Dieser Teil ist wegen des uralten Fluchs gesperrt. Bei Fragen bitte den Inquisitor kontaktieren. Wow. Alles klar. Brauche ich eine Technologie für? Okay. Können wir den hier schon rein? Oder warte mal, können wir denn vielleicht noch irgendwas Schönes machen? Ein Blumenbeet. Dazu brauchen wir Torf. Okay. Wo kriege ich denn Torf her? Die Tür ist verschlossen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Torf, warte mal, wir haben doch eine Schaufel. Können wir die nicht einfach? Doch, ist ausgerüstet. Okay. Ich dachte einfach graben, weißt du? So, dafür brauchen wir eine Technologie. Okay, da schlagen wir nur zu. Mit Leertaste. Oder unten ist noch was. Was haben wir denn hier? Gucken wir uns mal ganz genau an. Ach, können wir Sachen entfernen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal schlafen, dass wir einmal wieder fit sind. So, unser Häuschen war hier oben irgendwo, oder? Warte mal, was haben wir denn hier? Sollen wir untersuchen? Zack. Einmal F. Ach, guck mal, ist das Torf? Nein, wir haben keine Energie mehr. Ah, okay. Ah nein, das ist ein Busch, verdammt. Es ist nur ein fucking Busch. Okay. Wir gehen erstmal schlafen, bevor wir weitermachen. So. Okay, erstmal ein Schluck Cola zum Wachwerden, weißt du? Sehr gut. Ich schlafe einmal komplett aus.
Okay, er speichert auch direkt. Oh, was haben wir hier? Ein Geist. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Dann glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswächter. Oder Wärter. Hurra, ein Neukömmling. Wow. Ich bin ja schon, wie lange noch gleich? Ich bin Jorik. Ich bin so einsam. Ich armer, armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Warte, nein, im Gegenteil. Ich freue mich, dich zu sehen. Aber wir haben ja einen echt unangenehmen Typen neben uns vergraben. Wir hätten lieber einen neuen Nachbarn. Kannst du uns vielleicht damit helfen? Ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin. Gary hat mich hierher geschickt. Du bist Jorik und er ist Gary. Lustig. Okay. Ach, der halbtote Schädel. Der neidische Bastard. Ha. Er träumt bestimmt von der ewigen Ruhe, die ihm vergönnt ist. Ja, was sage ich da? Hier ist es furchtbar, vor allem wegen dem Typen in dem Grab da rechts unten. Der ist so gemein. Kannst du ihn nicht, vielleicht loswerden? Grab ihn einfach aus und schmeiß ihn in den Fluss. Ich kann dir sogar seine Erlaubnis geben, die ich ihm geklaut habe, als ich noch lebte. Was für eine Erlaubnis? Du bist so ein Dummerchen. Um eine Leiche auszugraben, brauchst du eine Erlaubnis. Der alte Wärter hat sowas in meinem Briefkasten bei der Kirche gemacht. Was? Dein fucking Ernst? Okay, das Fleisch packen wir erstmal weg, das brauchen wir gerade nicht. Energietrank, Humpen Bier müssen wir gleich zum Schädel bringen. So, was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Was ist das für ein Geräusch? What the fuck? Verdammtes Tor. Ich komme jede Nacht wieder, wenn ich muss. Irgendwann komme ich hindurch. Was soll er? Wer ist er? Ich komme auf keinen Fall durch. Sieht so aus, als könnte ich diese Blockade entfernen und den Bogen stärken. Okay, dazu brauchen wir aber Holzkeil, Holzplanke. Irgendwie konnten wir auch craften oder so, ne? Müssen wir später mal gucken, müssen wir bestimmt was für bauen. So. Bringt das hier. Ah, okay. Machen wir erstmal ein bisschen sauber hier. Eisenstücke, wie geil. Balken, ja nice. Alle Zeug, was wir brauchen, sehr gut. So. Mal ordentlich den Keller aufräumen hier. Und es bringt Punkte, wie man sieht. So. Dann haben wir gleich wieder ein bisschen Ordnung hier drin. Halt, die Steine müssen wir mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Aber das finde ich cool, dass man halt bei jeder Aktion diese Steine bekommt und dann tatsächlich... Wow, was? Jetzt hatte ich mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Alles klar. Ja, ich kann nicht jetzt schon anfangen, Sachen wegzuschmeißen. Das kannst du nicht bringen. Wachsen überall. Halt, warte mal, kann ich auch benutzen. Was hat mir das gebracht? Energie. Ja, geil. Nice. Energie ist wichtig. So. Das noch einmal. Zack. Schlangen einmal kaputt. Zack. Oh, hier ist auch noch was. Aber zumindest den ersten Raum vom Keller auch schon mal ein bisschen gesäubert hier. So, was haben wir hier? Öffnen. Rezept einfach und lecker. Okay. Gebratene Pilze. Alter, war hier ein Chefkoch an dem Spiel dran oder was? Was zur Hölle? Aber wir können hier natürlich auch ein paar Ressourcen und sowas hinlegen, ne? Also eigentlich ganz cool. Eine Kiste. Braucht man Nägel für. Okay, also hier ist tatsächlich unser Vorratsraum dann. Das ist gut. Werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Gehen wir hier einmal hoch. Hier haben wir nämlich auch noch eine Kiste. Ja, was packen wir da rein? Was brauchen wir denn derzeit nicht? Ich weiß es nicht. Brauchen wir alles eigentlich, ne? Unser Inventar ist halt so klein. Weiß jemand gerade, ob man das noch später größer machen kann? Weil ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, was ich davon rausnehmen soll. Okay, Mehl könnte man jetzt rausnehmen, ne? Aber, naja. Okay. Was haben wir hier? Hier ist nichts drin. Okay, das können wir da reinpacken. Hier ist die Erlaubnis. Das können wir zum Beispiel jetzt noch wegpacken. Steinreparaturwerkzeug. Schleifstein brauchen wir gerade nicht. Bestattungsurkunde kann dem Gastwirt verkauft werden. Okay. Welches Grab meint er denn überhaupt? Wir haben auch keine Info hier oder so, ne? Wo waren wir denn hier? Leichenhalle? Irgendein Grab muss das sein. Gehen wir gleich mal unten gucken. Aber erstmal mal, das stört mich hier. So. Okay. Platz für Steine. Platz für Holzscheite. Okay. Aber warum packt er die nicht da rein? Naja gut, hier haben wir auch Wasser, das ist gut. Können wir sogar tatsächlich was mitmachen. Einmal mit sauberem Wasser haben wir jetzt rausgezogen. Okay. Was können wir hier bauen? Ach nee, konnten wir nur entfernen. Was könnten wir denn entfernen?
Puh. Okay. Was ist hier? Fix the corpse hatch. Okay. Leichen reinwerfen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Na, die Frage ist, ob wir da Leichen reinwerfen oder ob Fremde dann Leichen reinwerfen. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den ungebetenen Gast hier. Muss ja irgendein Grab hier sein. Gucken wir mal. Nee. Nee. Da, der ist es. Um eine Leiche zu exhumieren, benötigst du ein Exhumierungserlaubnis. Willst du eine Leiche wirklich. Willst du die Leiche wirklich exhumieren? Na sicher. Rudeln wir einmal auf den Scheiß. Und dann gucken wir gleich mal in der nächsten Folge, würde ich sagen, wo wir so loswerden. Ciao.